Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei Elex. Wir wollen Berserker werden. Wir haben die neue Rüstung hier am Start. Wir sehen badass aus. Wir sehen ein bisschen aus wie Dings Aragorn aus Herr der Ringe. Ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe. Bestimmt. Wir brauchen Quests hier im Gebiet der Berserker. So, jetzt Moment mal. Lass mal was gucken. Naja. Okay. Ja, das läuft doch. Das läuft doch. Das läuft doch. Das läuft doch. So, wo gibt es denn hier Quests, meine lieben Freunde? Das frage ich mich an der Stelle. Bestimmt unten noch. Geh mal eine Ebene tiefer. Gucken, was da so abgeht. Oh, was geht? Das wollte ich jetzt nicht. Eieieiei. Was war das denn jetzt? Da bin ich doch glatt runtergeplumpst. Das gibt's ja nicht. If you wanna be. Da, da, da. Wo bin ich hier gelandet? Leute, wir laden neu. Wir laden neu. Wir laden neu. Wir haben 7 Stunden auf dem Tacho bereits. Es ist unfassbar, was hier abgeht. Ja. So, Edan. Nein. Nein, doch. Das besitzt der Berserker. Töte die Eindringlinge. Ah, ne, das war ja dieses Affenquest. Was ich noch nicht machen kann. Die Alps töten, das geht überhaupt gar nicht. Tja, hört das nochmal auf hier? Ich glaube nicht. Oh, was ist denn hier los? Verboten. Ja, komm, da brauchen wir nicht den Scheiß. Elexit, warte mal. Elexit, Elexit. Elexit, Elex. Reines Elex, das ist immer gut. Habe ich jetzt auserkoren zum Spiel des Let's Plays. Oh, baby, baby, it's a wild world. Cat Stevens, meine lieben Freunde, falls ihr das nicht kennt. Google. Jetzt zerbricht ihr doch darüber keinen Kopf. Oh. Es lohnt sich nicht, daran einen Gedanken zu verschwenden. Ich finde, die Stimmen sind ein bisschen heftig laut. Ich lese das total kalt. Hier gibt es keine Quests mehr. Wir können kein Berserker mehr werden. Was macht man da? Hier muss doch irgendwo Quest geben, Freunde. Das kann doch nicht sein. Werker. Jora, den hatten wir schon, ne? Was ist mit dem Elex, das in Elexit enthalten ist? Du meinst, warum wir es nicht daraus extrahieren? Exakt. Nun, die Elex-Konzentration ist zu gering, als dass der Aufwand den Ertrag rechtfertigen würde. Und mir ist kein Verfahren bekannt, wie wir an den Rohstoff gelangen könnten, ohne uns daran die Zähne auszubeißen. Also nutzen wir es wie alle anderen als Zahlungsmittel. Macht Sinn. Nicht wahr? Auch wir können uns davor nicht verschließen. Was man sich nicht erkämpfen kann, kann man sich vielleicht erkaufen. Ihr braucht also Maschinenteile. Das hört sich gut an. Richtig. Denn natürliches Elex ist seltener in Edan als anderswo. Da du dich frei bewegen darfst, hätte ich sogar eine Aufgabe für dich. Ich höre.
Dir ist sicher schon dieses Monstrum aus Metall am Horizont aufgefallen. Du redest vom Konverter? Ja. Die Alps mussten ihn aufgeben. Ich brauche dort einen Mann, der sich nach entsprechenden Stücken umsieht, aus denen wir Elex gewinnen können. Natürlich ist die Aufgabe nicht ganz ungefährlich. Selbst wenn die Alps dort den Kampf gegen uns verloren haben, ist die Gegend mit Vorsicht zu genießen. Aha, was möchtest du denn haben, genau? Kennst du dich überhaupt mit Alptechnologie aus? Mich interessiert ihre Technologie nicht. Mich interessiert einzig und allein das Elex, das in ihr enthalten ist. Denn ohne Elex gibt es kein Mana. Aber wir brauchen das Mana für unsere Weltenherzen. Mhm. Das ist der einzige Grund, warum wir überhaupt etwas von den Alps anrühren. Will der denn jetzt? Maschinenteil. Ja, ich sehe mich beim Konvert. Gut. Kehre nicht mit leeren Händen zurück. Und lass dir nicht zu viel Zeit. Ja, ja. Es steht zu viel auf dem Spiel, als dass wir das Elex unseren Gegnern überlassen können. Okay, alles klar. Wir brauchen also Elex-Nachschub. Da machen wir lass das mal. Den Unfug. Das machen wir. Da. Maschinenteile. Ich habe schon 3. Korrekt. Korrekt, korrekt. Bedeutet. Wir. So. Alles klar. Oni, wer ist er? Ich habe ich hier noch nie gesehen. Mhm. Bist du für oder gegen die Gesetze? Natürlich. Gesetze? Du kennst unsere Gesetze nicht? Interessant. Wieso fragst du mich nach den Gesetzen? Naja, du gehörst nicht zu uns. Und da wundert es mich nicht, dass du unsere Gesetze nicht kennst. Pass auf, ich muss dich um einen Gefallen bitten. Du als Außenstehender kannst mir da hoffentlich weiterhelfen. Wobei soll ich dir helfen? Ich glaube, ich habe von hier oben jemanden unterhalb des Schlundes gesehen. Sah aus wie einer dieser verdammten Outlaws. Wenn es wirklich einer ist, dann muss er verschwinden. Gerne. Ich mache alles, was ihr wollt, meine Freunde. Die Outlaws, die sollen sich hier verpissen. Was genau soll ich machen? Töte ihn. Natürlich. Am besten aus der Ferne. Oh. Ich bin mir sicher, dass er etwas im Schilde führt. Warum kümmerst du dich nicht selbst um ihn? Ich kann nicht. Ich darf hier nicht weg. Angrim hat mich sowieso schon im Blick. Wenn er sieht, wie ich mich nachts mit einem Outlaw vor der Stadt treffe, dann bin ich tot. Oder werde in den Wald verbannt. Was ungefähr das Gleiche bedeutet. Ich war auch schon mal im Wald. Bin ich auch nicht tot, oder? Ich kümmere mich. Ich kümmere mich um den Outlaw. Sehr gut. Ich hatte gehofft, dass du das sagen würdest. Ich habe ihn direkt unterhalb des Schlundes, dort, wo wir unseren ganzen Metallschrott hinschmeißen, gesehen. Alles klar. Wird gemacht. Gehört das denn jetzt zu der Quest hier? Zu der Quest? Jo. Altlasten. Korrekt. Dann machen wir erst das. Weil das ist ja offensichtlich viel näher dran. Ja. Oder? Warte mal. Der Konverter ist hier. Oder? Ist das nicht der Konverter? Doch. Nee. Ist nicht der Konverter. Der Konverter, liebe Freunde, ist hier. Alles klar. Dann machen wir erst das. Bigby. Bigby. Kein Problem, Oni. Ist schon erledigt. Wir sehen echt cool aus mit unserer neuen Rüstung hier. Wahnsinn. Na, na. Ich bin Zeit, dass ich meine Waffe kriege, ehrlich. Aber immer ruhig an. Immer ruhig an. Mhm. Zack. Wollen wir mal gucken, ob ich hier auch vielleicht mal. Ne. Immer noch Level 9. So, jetzt speichern wir mal. Und hier irgendwo muss der Sack herum schlawinern. Da ist er wohl. Bigby. Was machst du hier? Scheiße. Okay. Habt ihr Penner mich also endlich gefunden, ne? Natürlich. Sieht so aus. Steck dir dein Sieht so aus sonst wohin. Ich kann dich hier nicht gebrauchen. Hau ab! Du bist nicht in der Position, mich zu beleidigen.
Hosi, was? Komm mal runter von deinem hohen Ross. Jo. Also gut, was willst du? Was machst du hier? Was machst du hier? Ich warte auf deine Mama. Was denkst du wohl? Ich warte hier auf meinen Handelspartner. In die Stadt lassen sie mich nicht mehr. Ja, besser ist es. Du siehst auch recht kriminell aus, Kollege. Wartest du auf Ornir? Ja, woher weißt du das? Er schickt mich. Na toll. Jetzt kommt er nicht mal mehr selber, oder was? Ich soll dich töten. Was? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Dieser kleine Pisser. Hör zu. Ich will, dass du zu Ornir gehst und ihn dazu bringst, wieder mit mir zu handeln. Wie du das anstellst, ist mir egal. Womit handelt ihr? Für gewöhnlich kam Ornir hier raus und brachte mir ein paar Gerätschaften mit, die er beim Schlund klauen konnte. Ich gab ihm dafür einen Beutel Splitter und alle waren glücklich. Na, Kollege. Ich mache mit dir keine... Muss ich dir erst Du tust besser. Vergiss. Jetzt geht's los hier, Freunde. Jetzt bist du dran. Jetzt geht es los. Ja. Wo bist du denn, du kleiner Sack? Eieieiei. Hau doch schön in den Paul, du Idiot. Ey. What the fuck? Na gut, Bigby ist tot. So, und jetzt natürlich zurück zu Ornir. Um Ornir zur Rede stellen. Zwei Kriminelle kann ich hier in meiner Stadt nicht gebrauchen. Ja. Oh nee, du alter Sack. Geh ich da besser so hin? Ja. Ja, das nervt ein bisschen, ne? Dass der immer aufladen muss. Das ist echt zum Kotzen. Hier ist der Schlund. Der sagenumwobene Schlund. Ah. Naja. Ah, Leute, wisst ihr was? Macht das anders. Ich porte mich hier hin und dann fliege ich runter. Das ist mir jetzt zu aufwendig, da steht die ganze Zeit zu warten. Das nervt ja. Oh, da war nicht so schlau. Nun gut, da legen wir uns mal im Pennen sowieso. So, bis zum nächsten Morgen. Tschüssikowski. Auch Bauchschläfer, ne? Wie ich. So, bist du fein. Dann. Oder kann ich Ornir nicht verpfeifen bei Ragnar? Das ist jetzt die Frage. Ich glaube, das geht nicht. Ich glaube, das geht nicht. So. Oh ne. Hallo. Was hast du da gemacht für Geschäfte mit diesem Outlaw? Der Outlaw ist Geschichte. Du hast ihn also getötet? Du brauchst dir keine Sorgen mehr zu machen. Ich hatte schon Bedenken, dass... Naja, wie dem auch sei. Hier hast du etwas von meinem Ersparten. Soll ja nicht umsonst gewesen sein. Das jetzt so gut war. Guck mal, Bragner da irgendwie mal zu sagt. Er weiß ja nicht, dass Ornir krimineller Fatzke ist. Deinetwegen sind gut. Du bist auf Angrims Test reingefallen. Das ist weniger gut. Du hast Rogar gefunden und uns berichtet, dass... Du hast bei den Werkern wohl Eindruck hinterlassen. Na.
Ornir sagt, du warst ihm eine große Hilfe. Sehr gut. Wenn mich nicht alles täuscht, hast du einen Kleriker enttarnt und ihn seiner gerechten Die Sache mit Hakon, von der Aktion mit Irdor und dem... Meine Männer vom Mana-Schrein sind zufriedengestellt. Ich denke, du... streng... Wie viel denn noch? Naja, Kollege, bald müsste aber auch mal gut sein, ne? Jetzt machen wir uns auf den Weg zum Konverter. Und da holen die Teile. Da holen wir dann die Teile. Da haben wir doch hier dem anderen da einen großen Dienst erwiesen. Das müsste dann eigentlich auch gut sein, würde ich mal sagen. So. Ah, da war Setzerbrot. Guck an, ey. Oh, was ist das denn jetzt? Junge, was geht mit euch? Schnell rein hier, ey. Schnell rein in den Bunker. So, Freunde. Ah, komm. Tschüssikowski. Ich hoffe, die kommen nicht hoch, ey. So, noch eine hoch. Bleibt, wo ihr seid, ihr Schweine. So, was ist das? Maschinenteile. Ah, das brauche ich. Noch zwei. Noch zwei, dann haben wir es schon. Okay, hier ist noch ein Teil. So. One left. One left. Hm? Ne? Das ist verkehrt. Das ist verkehrt. Hier habe ich auch schon alles. Das spricht für mich. So. Ein bisschen leiser hier. Ah, das ist noch ein Trank hier, schön. Goldbrocken, ui. Ah. Irgendwo hier. Perfekt. Dann geht's jetzt schnurstracks zurück. Nach Goliath. Das war ja schnell, ein schnelles Quest hier. So. Renn, Junge, renn! Locker. Immer locker bleiben. Dum, 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 dum. Wo bist du, Sackgesicht? Da. Ich habe Maschinenteile für dich. Sie sehen äußerst brauchbar aus. Gut, dann kannst du mich ja jetzt bezahlen. Bezahlen? Nein, nein. Ich werde Ragnar sagen, dass du mir geholfen hast. Das ist Lohn. Das reicht mir auch. Aber sag, wie ist die Lage beim Konverter? Ich bin dort auf Corin gestoßen. Er lebt noch. Er hätte eigentlich deine Arbeit erledigen sollen. Leben ist vielleicht zu viel gesagt. Also hat er doch versagt. Ich hatte es ja vermutet. Dann bleibt ihm die Verbannung wohl erspart. Alles klar. Sehr schön, dann geht's jetzt zurück nach oben. Und wir holen das neueste Update von Ragnar. So, jetzt so langsam muss mal hier was passieren, ey. So. Was meine? Wie mache ich mich? Deinetwegen. Hm. Du bist auf Angrim. Hm. Du hast Rogar gefunden. Hm. Jora meint, dass du ihn mit Maschinenteilen vom Kont. Du hast bei den Werkern, wenn mich nicht alles täuscht, hast du einen Kleriker. Mm. Die Sache mit Hak von der Aktion. Mm. Meine Männer vom Mana. Ich denke, du streng.
Gleich ist Feierabend, du Penner, ey. Gleich ist wirklich komplett Feierabend. Was erwartet der denn, der Penner? Wo ist denn Duras hier nochmal? Duras, wo steckst du, mein alter Freund? Was ist hier eigentlich noch los? Lalalalalalalalala. Yep. Duras ist irgendwie... Ist doch der orange, dieser Punkt, da ist doch Duras, oder? Kormak? Hä? Kaldrim? Wo ist denn Duras? Da ist er. Vertan. Was ist denn der andere Punkt da, dieser pinke? I don't know. Wir brauchen mehr Quests, Freunde. Wir brauchen viel mehr Quests. Ach, übrigens, wir haben ein Level. Wir können einmal hoch. Zack. Ja. Nee. Wir machen erstmal hier gucken. Nein. Wir machen erstmal gucken. Und zwar machen wir gucken bei Kormak. Bring. Ja. Fernkampfwaffen, schwere Waffen. Da brauchen wir 55 und 35. Angriffsstärke. 70. Eieieiei. Jetpack-Angriff. Ist an sich auch geil, ne? Da müssen wir noch ein bisschen auf Int gehen. So was hätte ich auch gerne. Was machen wir nicht? Wir machen jetzt Folgendes. Wir gehen komplett auf Geshi. Übernehmen. Den sparen wir auf. Alles klar. So. Jetzt geht's weiter. Auf Suche nach neuen Quests. Hier ist Angrim, dieser Penner. Was ist das? Was ist hier oben denn noch so los? Hier kann es doch nicht sein, dass hier so wenig Quests gibt. So, wer bist du denn? Stinknormaler Werker. Dann haben wir eine Setzerin. Dann haben wir einmal den Rüstschmied. Da haben wir schon mit geredet. Hier oben ist noch so ein schöner Teddy. Teddy Poli. Das kann doch nicht sein, ey. Die ist aber auch fucking riesig, diese Stadt. Setzern. Da wird es noch was geben. Da gehe ich mal stark von aus. Hier. So. Ach, den kennen wir ja. Eldur kennen wir. Was ist dein Welt? Weiß ich. Das brauchen wir nicht erklären. Bla 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 bla. Was ist Mana? Nix da. Ich hab schon genug Leerstoff. Wenn du mehr über Mana. Ich denk. Mach. Ja, ja. Wir haben dir ja nicht nur geholfen, ne, Eldur? Undankbarer Wicht, du. Oh, Baby. Wer bist du denn? Es kann nicht wahr sein, ne? Es kann ja nicht. Es ist. Ui, war knapp.
Meister Thorald ist also nicht in der Stadt. Nein, er ist jetzt Pilger im Zeichen der Menschen von Edan und hat wichtige Dinge außerhalb dieser Mauern zu erledigen. Er wird wiederkommen, sobald seine Mission erfolgreich ist. Bis dahin hat Warlord Ragnar von ihm die Befehlsgewalt über Goliath übertragen bekommen. Ja, sagtest du bereits. Dein Kumpel Alba ist tot. Ich meine, was? Hörst du schlecht? Alba lebt nicht mehr. Ja, doch, das habe ich verstanden. Scheiße. War klar, dass das mit dem alten Alki nicht gut enden kann. Danke, dass du mir Bescheid gegeben hast. Wo ist seine Leiche? Unterhalb des großen roten Hauses. Alles klar. Ich werde mich um seine Leiche kümmern, wenn ich Zeit habe. Ja. Da war dann irgendwie jetzt nix. Ich dachte, jetzt springt da noch eine schöne Quest raus, ey. Oh, Leute. Ah, hier war ich noch nicht. Was ist das denn hier? Doch, hier war ich schon. Natürlich war ich hier schon. Das sind mir doch noch eine Person aus, die einen Namen hat. Oder? Der hat mit Sicherheit einen Namen. Wie heißt der? Sieht mir aus wie ein... Harald. Ach, Harald hat nichts. So. Alrik. Nanu? Dich habe ich hier ja noch nie gesehen. Irgendwann ist immer das erste Mal. Wo ist es? Exakt. Aber warte mal. Du bist anders. Und anders bedeutet... Sprich dich aus? Naja, anders bedeutet, dass wir beide sicherlich ins Geschäft kommen. Komm zur Sache. Komm zur Sache. Schon gut, schon gut. Also, ich erkenne das Potenzial in dir. Aber lass mich deine Zweifel zerstreuen. Ich bin Alrik. Und wie du sicher zutreffend festgestellt hast, gehöre ich den Berserkern an. Genau genommen dem Clan der Nebelkrähen. Du könntest dich jetzt fragen, warum ich dir das erzähle, anstatt zu arbeiten. Nun, weil es meine Arbeit ist, mit Leuten wie dir ins Gespräch zu kommen und sie von dem zu überzeugen, was ich tue. Was genau tust du? Gut, das Eis ist gebrochen. Gehen wir ins Detail. Ich bin Händler. Immer auf der Suche nach der nächsten Rarität. Rarität? Ja, Dinge, die normalerweise nur schwer zu beschaffen sind. Als Gegenleistung biete ich natürlich eine stattliche Menge Elixit. Aber das nur ganz nebenbei erwähnt. Oh, Leute. Tut mir leid. Du suchst also Raritäten. Gold, richtig. Ich will mich mal so ausdrücken. In der Stadt fällt jede Menge Arbeit an. Und da müssen auch viele Dinge beschafft werden. Die natürlich, wenn es nach den Warlords geht, nicht verloren gehen dürfen. Aber sollte dem doch so sein, würden wir beide davon profitieren. So einfach ist das. Ja, ja, machen wir. Wegen der Raritäten. Ja? Wo liegt der Haken? Du verdienst dir eine hübsche Summe Elixit. Da gibt es keinen Haken. Verkauf mich nicht. Na schön. Natürlich gibt es einen. Dem einen oder anderen wird hier sicher nicht gefallen, wenn du mir das Zeug bringst, das für ihn bestimmt war. Aber was macht das schon? Du siehst nicht aus, als würde dich ein bisschen Gegenwind aus der Fassung bringen. Was genau suchst du? Nun... Ein paar ausgewachsene Heilwurzeln sind schwer zu züchten. Und Born beauftragt nicht jeden mit dem Abernten. Weiter? Nichts weiter. Behalte lediglich im Hinterkopf, dass ich dir sicher mehr dafür gebe als er. Hast du auch einen speziellen Wunsch? Alle Sachen, die du mir bringst, sind speziell. Ich dachte eher an etwas außer der Reihe. Ach so. Ich weiß nicht, ob ich dir die Sache anvertrauen kann. Sie ist etwas heikel. Rück schon raus mit der Sprache. Na schön. Also, Ragnar, der große Boss hier, hat etwas von großem Wert für mich. Ein Schwert, aber nicht irgendeins. Es ist das Schwert von Erik Eisenfaust. Ah, was ist daran so besonders?
Sag bloß, du hast noch nie von ihm gehört. Der Kerl ist sowas wie ein Heiliger für die Jungs hier. Man sagt ihm nach, dass er vor einem halben Jahrhundert im Alleingang ein ganzes Heer von Kampfmaschinen nur mit seinem Schwert zerschlagen hat. Ich für meinen Teil glaube zwar, dass das Schwachsinn ist, aber das ändert nichts daran, dass die Berserker sich allem überlegen fühlen. Einige nennen ihn sogar Ahnenvater. Wer aber auch nur ein bisschen Geschichtswissen hat, weiß, dass das Mumpitz ist. Immerhin gab es die Berserker schon lange vor seiner Zeit. Trotzdem ändert das nichts an dem Wert des Schwertes, selbst wenn es mittlerweile schartig und unbrauchbar ist. Ich besorge dir das Schwert. Das wollte ich hören. Pass aber auf, dass dich niemand erwischt. Wenn doch, legen sie dir sicher Daumenschrauben an und gerben dir das Fell. Also schnell rein und wieder raus. Keine Spielchen, verstanden? Ich mach das schon. Gut. Ich kratz derweil deine Belohnung zusammen. Oh, der kann mir was beibringen. Bring mir etwas bei. Wie du willst. Schlösser knacken. Sehr gut. Schlossexperte, Klauen, Waffen aufrüsten. Goldschmied, Sockel einsetzen, Chemie. Da haben wir es. Ermöglicht dir, chemische Substanzen und Tränke herzustellen. Wunderbar. Da brauchen wir allerdings Int für. Int. Noch 10. Das kriegen wir hin. Also, Int. Alles auf Int. Ja. 31 Minuten. Wir machen weiter im nächsten Teil. Wir gehen gleich nach oben zu Ragnar. Und da werden wir schön die Petze spielen.